Hubschrauber. Das ist, glaube ich, eine Chinook, ne? Nee. Ist in Ordnung. Also, sie haben es mitgebracht, den Nachbau einer CH. Die heißt 113 Labrador, richtig. CH 113 Labrador, das ist eine Art der CH 46 Viking. Die gibt es als CH 46, als CH 113, die gibt es als Boeing 107, ist ja auch bekannt, aber der bekannteste Name ist eigentlich CH 46 Viking. Hat im Hubschrauber zwei Rotoren, einer vorne, einer hinten. Beide synchronisierte Rümpfe und Mechanik, Ruderblätter aus der Herstellung von den Helmi Fischers. Ja. Ja, das ist der Polizeiregel, das ist der Polizeihubschrauber. Mit dem hier drüber, das ist natürlich ein Bad. So, die vier Rotoren drehen sich. 2,20 Meter Rotordurchmesser, zweimal 2,20 Meter Rotordurchmesser. Gewicht ca. 23 Kilogramm. Und beide Modelle sind angetrieben von einem Contronic-Turbo 850 und fliegen mit 12 S-Akkus. Hauptruderdrehzahl ist gut 900 Umdrehungen. Drehzahl ist ein Contronic-Kostik und 12 S-8000 mAh-Akkus sind hier angebaut. Ja, Papa und Sohn fliegen zusammen. Und das sind schon gewaltige Hubschrauber, meine Damen und Herren. Das ist wirklich was Feines. Die gelbe Maschine, die gelb-rote Maschine, wird vom Papa Bernd pilotiert und die blau-weiß-rote dahinter ist die Fitze Heiko. Maschinen von diesem Typ. Vier elektrisch eine Turbinen. Und das Flugbild ist fantastisch. Und sowas ist schon einmalig zu sehen. Auch hier zur Stabilisierung der Learning Beam 3S-Sitz eingebaut. Das einzige System auf der ganzen Welt, das es schafft, einen Tandem so gut zum Fliegen zu bringen. Hier hat die Mann um Captron unter der Zuhilfenahme von ein paar wenigen Modellpiloten, die hier ein bisschen ausprobiert haben, ein fantastisches System auf die Beine gestellt hat. Ein Tandem-Hubschrauber wirklich perfekt kontrollieren kann. Die Maschinen gehen absolut stabil, da wackelt nichts, da wackelt nichts. Und das Bavarian Beam hat das absolut im Griff. Wie gesagt, in beiden Maschinen sind lediglich vier Servos eingebaut, zwei vorne, zwei hinten. Die einzigen Funktionen, die gesteuert werden, sind die Funktionen Pitch und Roll. Das heißt, die Taumelscheiben sind über Nick arretiert, die können gar nicht schnitten, selbst wenn sie wollten. Und die Funktion Nick wird hier über unterschiedliche Pitchwinkel des hinteren und vorderen Rotors gesteuert. Das heißt, wenn der Pilot Nick gibt, Nick nach vorne gibt, dann wird der hintere Rotor mit mehr Anstellwinkel beaufschlagt und der vordere mit weniger. Und das auch noch in einem unterschiedlichen Verhältnis. Also der vordere Hubschrauber hat etwa 30% des Anstellwinkels des hinteren Rotors. Und die Funktion Rollen wird klassisch über Rollen gesteuert, beide Taumelscheiben rollen in die gleiche Richtung. Und die Funktion Gear, die Funktion Heckrotor funktioniert gegengehört, das heißt, die vordere Taumelscheibe rollt nach links und die hintere nach rechts oder umgekehrt. Ja, der Heiko wird uns ein bisschen Bodenakrobatik zeigen, auch das geht. Schauen Sie da hin. Ja, Sie dürfen ruhig applaudieren. Die Piloten hören das hier vorne. Die freuen sich auch. Na also, klappt doch.
klar. Beide Maschinen sind, wie gesagt, in der kanadischen Lackierung, kanadische Rettungshubschrauberlackierung. Die Maschine vom Heiko war im Prinzip der Vorgänger der Maschine vom Bernd. Wie gesagt, 5 Stück gibt es mittlerweile von diesen Maschinen hier aus der Manufaktur von Bernd Fischer. Weiß ich ziemlich genau, weil eine davon habe ich. Na, Heiko schleicht sich an von hinten. Beide Maschinen auch fantastisch beleuchtet. Jetzt weiß ich, was ich bei meiner noch machen muss. Da fehlt noch die Beleuchtung. Von Bernd sicher gelandet und die zweite Maschine von Heiko auch sicher gelandet. Vielen Dank, wunderschön. Dankeschön, ihr beiden, euer Applaus. Tolle Vorstellung hier mit dem 413 Labrador.